Morgen, ich sage, what is up, my people? Wir spielen Desolate und möchte euch was zeigen. Könnt ihr das sehen? Richtig, ich habe es nicht geschafft. Ich bin kurz vorher wieder erschossen worden, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also, wir nehmen es als schönen Neustart hin. Wir fangen komplett mit überhaupt nichts mehr an. Ich glaube, wir haben auch kein Geld, wir haben nichts mehr. Wobei, bei letzterem bin ich mir nicht ganz sicher. Hey there. We're gonna stock up. Okay, wir haben noch ein paar Zutaten. Vielleicht können wir uns irgendwas leisten, wenigstens, dass wir irgendwas haben. Nach Haltbarkeit? Nein. Also wir haben 52. Das ist nicht viel. Und wir können damit auch überhaupt nichts machen. Schade. Wir haben übrigens kein Essen mehr, wir haben kein Trinken mehr, wir haben überhaupt nichts. Also, nutzen wir das Ganze doch mal als schönen Neustart. Ich habe uns ein schönes Ziel gesucht, das hier in der Nähe vom Lager. Das weiß nicht, auf der Karte ist das hier. Irgendwie aus wie ein verlassener Ort. Wir fangen jetzt neu an. Alles zu looten. Was gibt's hier so? Anscheinend können wir nichts abschicken, Gott. Und da tasten wir uns mal langsam vor, weil so groß ist Granici jetzt auch nicht. Aber es wäre schon schön, irgendwas mal zu überleben, mal irgendwas in diesem Spiel zu erreichen. Die Radaranlage machen wir später. Guck mal, das sieht doch schon mal wie ein Gebäude aus. Aber das sind diese anderen Symbole drauf. Ich glaube, das sind die bösen Fragezeichen. Guck mal da, diese Arschgeigen zum Beispiel. Wie können die so nah an uns eine Basis haben? Ich halte das persönlich für kontraproduktiv. Ich weiß noch nicht, wie wir hier oben rauskommen wollen. Okay. 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 Ich verstehe nicht. Da sind unsere Leute. Die lassen es zu, dass zwei ihrer scheiß Banditen hier rumgammeln. Ich mag das nicht. Mir wurde gesagt, ich kann hochspringen. Ja, ich kann hochspringen. Ich kann verdammt hochspringen sogar. Holy shit. Überhaupt nicht übertrieben. So, das Gute ist, wir haben jetzt überhaupt keine Waffen mehr. Keine einzige. Wir hatten wenigstens beim Start, hatten wir zumindest ein Brett. Ach, fuck off. Das stört mich doch schon wieder gewaltig. Was ihr übrigens verpasst habt. Ich habe ja gesagt, ich mache den lustigen Teil alleine. Also das mit dem Weglaufen und so, ne? Und habt ihr verpasst, dass auf einmal ein Jäger auftauchte? Ja! Unsere Lieblingsgegner, ihr wisst schon. Diese kleinen, hey, ich berühre dich mal kurz, jag dich unsichtbar fort und dann bist du tot, Dingsies. Ihr wisst schon. Diese coolen, ne? Genau die. Der ist aufgetaucht und meinte so, na, hallo. Wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen, ne? Aber ich dachte mir so, ach, weißt du, ich mag jetzt nicht so ein bisschen reden, ne? Ja, dann habe ich mal die Fersen in die Hand genommen. Fersengold sogar gegeben. So nett war ich mal. Nicht nur Fersengeld, nein. Fersengold sogar. Ja, das haben wir dann mal, was ist das? Das haben wir aus... Pneumatischer Fahrstuhl. Pneumatischer Fahrstuhl. Radioapparat und Kästchen. Verstehe, das sind sehr detaillierte Angaben. Nun gut. Also wir haben das auf jeden Fall so uns geeinigt. Ihr lasst mich in Ruhe und ich laufe weg. Ich fand die Einigung klasse. Er hat es akzeptiert, nachdem er mich gute 5 Minuten gejagt hat. Und dann bin ich über eine Mauer gesprungen. Und als ob das alles noch nicht gereicht hätte, ne?
Frog. Okay, nachdem das hier alles nicht gereicht hat, ich irgendwie nicht laufen kann. I don't know why. Oh, shit. Sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass sich unsere Wege doch besser trennen sollten. Wir passen nicht zusammen. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, den ich sagen wollte. Wir sind gestorben. Also ich. Ich mehr als er, aber... Ich habe das dann allein nicht mehr ausgehalten und bin dann... Oh, shit. Gestorben. So, das Spiel ganz ohne Bewaffnung. Ich befürchte, dass es jetzt gleich uns wieder hinraffen wird. Weil wir ganz augenscheinlich so nichts machen können, nichts erreichen können, nirgendwo hin können. Und scheißegal, wo ich hinlaufe. Einer von den Asthmatikern hinter mir wartet bereits. Ja. Vielleicht werden wir im Dunkeln weglaufen? Ach, fickt euch da. Was reden die mit uns, oder was? Sind die nur beleidigt, wenn ich sie anleuchte? Okay, das ist eine Folge, soll eigentlich ein Fresh Start werden. Das wird wohl ein Fresh Fail. Aber ist egal. Really. Puh. Schön. Wir sind jetzt zum x-ten Mal also verborgen. Wir haben einen Fresh Fail hingelegt. Sehr gute Arbeit übrigens. Sehr gute Arbeit. Hätte ich nicht besser machen können. Sammeln uns jetzt ein paar Kräuter, um uns besser zu fühlen. Weiß nicht, was die machen. Ob sie was bringen. Keine Ahnung. Ich möchte behaupten, dass die Kerle abends noch unerträglicher sind als tagsüber. Vielleicht sollten wir einfach kein Licht mehr benutzen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Aber wir sind hier willkommen und ich muss sagen, mein... Wow, was ist das für Fuck? Alter. Habt ihr das gerade klar gesehen? Ich hab's nur... Ja... Das letzte, was ich jetzt brauche, sind kleine, creepy Geistermädchen. Von denen ich nicht mal weiß, ob sie eine Gefahr darstellen oder nicht. Oh, zumindest haben wir mal irgendwas. Ey, wir müssen noch Radioapparate finden, ne? Okay, das geht nicht. Hätte sein können. Stoßdämpfer können wir mitnehmen. Holy shit! Oh mein Gott. Mein Herz realisiert jetzt gerade erst, dass da ein ultra creepiges Geistermädchen vor uns war und deutet jetzt gerade erst an, dass ihm diese Situation sehr missfallen hat. Wir müssen am Tag los. Liebe Freunde, wir machen das so. Wir fangen das Spiel einfach entweder komplett neu an oder müssen uns irgendwie in der Basis erstmal zurechtschlagen oder uns erstmal zu Zielen hinbegeben, weil so bringt das gar nichts. Wir können da jetzt hingehen. Vielleicht tun wir das am Tag auch. Aber jetzt nicht mehr. Wo haben wir denn angefangen? Ich finde unsere Station gar nicht mehr. Hier ist das Südstrand. Da müssen wir zuallererst hin. Nachdem wir den Turm gefunden haben. Bahnhof Funke. Ich weiß es nicht. Hier? War das hier? Ich habe keine Ahnung. Also so können wir das Spiel auf jeden Fall nicht machen. Wir können nicht jedes Mal reinrennen und verrecken. Das Einzige, was wir machen könnten, ist hier das Lager vielleicht mal ausheben irgendwie. Können aber zur Bahnstation. Können wir uns irgendwie vielleicht in leichteren Gebieten aufhalten. Tiere, Rohrpost, Werkbank, alles. Komisch, dass bei alles, aber die Tiere nicht mit angezeigt werden, ne? Chukadork, Sapsi, Grutsch, Gorlan, Quakun,
Ganz toll. Okay. Also. Wir gucken erstmal, dass wir jetzt neue Sachen kriegen. Ansonsten fangen wir neu an. Ja, wir sind auch am Ende vom Auguste angekommen, ne? Also, in diesem Sinne haben wir noch eine Waffe. Oh. In diesem Sinne würde ich sagen, nutzen wir das doch ganz mal. Nicht als Staffelfinale, aber definitiv als Staffel 1. Und wir entscheiden jetzt, ob es Staffel 2 gibt. Im August. Oder auch nicht. Wenn ja, fangen wir neu an. Das war auf jeden Fall erstmal Desolate mit eurem Wolf. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Wir sehen uns. Valadoeris.